den Leuten einfach nicht mehr wirklich Spaß machen, denke ich mal. Und ja, also man muss halt immer so ein Zwischending finden, wo machen wir eigentlich mal den ganzen Kram hier hin? Wo kommt das eigentlich mal hin? Ach, ich mach's einfach oben in die Kiste. Er muss halt immer so ein Zwischending finden. Zwischen halt alten und neuen Spielern und einfach zwischen halt Leuten mit gutem PC, also guten, ich sage mal, so ein normaler PC, also ein bisschen über dem Durchschnitt, wird mit Minecraft locker fertig. Aber ich kenne auch Leute, der ihren PC, der ist mit Minecraft zum Teil schon übelst am Kämpfen. Ich nenne jetzt erstmal keine Namen. Und die müssen halt zum Beispiel den Sound ausmachen, damit die Minecraft flüssig spielen können. Das liegt halt jetzt nicht zuletzt auch ein bisschen an Java, dass das halt vielleicht einfach ein bisschen, ja, halt anspruchsvoll ist. Das ist halt, Ressourcenverwertung ist das halt ein bisschen, sag ich mal, nicht viel zu. Also es hat sich deutlich gebessert. Also wenn irgendeiner von euch mal die In-Dev-Version gespielt hat, also die allererste Minecraft-Version, der wird sehen, das ist schon wirklich, das ist ein gewaltiger Unterschied zu jetzt. Da würdet ihr sagen, boah, mein Minecraft läuft jetzt selbst auf meinem PC jetzt inzwischen so extrem flüssig. Wenn man wirklich mal die In-Dev gesehen hat, das ist wirklich übel. Das ist einfach ohne Grund einfach irgendwann einfach so am Lecken. Einfach so totaler Frame-Einbruch. Das ist extrem seltsam eigentlich. So, jetzt würde ich mal gerne wissen, wo ist eigentlich unser Garten? Haben wir einen Garten? Ich glaube nämlich ja. Genau, wir haben noch oben einen Garten angelegt. Der war für Sugarcane. Ich glaube, da hatten die auch irgendwas Wichtiges mit vor. Oh, fuck, wir haben schon fast 10 nach. Ich mach mich mal beeilen. Ich würde sagen, dann mache ich mir noch Volcanic Glass. Oh ja, das ist eigentlich eine witzige Idee. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, weil wenn ich wieder überziehe, dann muss ich schneiden, da habe ich keinen Bock drauf. So, ich habe ich das noch? 10 nach, wenn ich angefangen 14. Na gut, 5 Minuten habe ich noch. Besser. Pi mal da um. Da komm, ich mache noch schnell ein Schwert und eine Hacke. Ich glaube, ich verbessere die dann beide noch schnell, irgendwie mit 10 Skillpoints oder so, wenn das so schnell geht. So. Meine Hacke. Und einmal einfach dieses geile Schwert. Finde ich bis heute immer noch so übelst epic, dieses Teil. Das ist einfach richtig hart. Aua. Huch, hat sich da was verändert? Ja, hat sich was verändert. Ach, hat sich schon Anton so gewundert, wer das gebaut hat. Er meinte doch, das wäre ich gewesen. Na gut, ich war es aber nicht. Unbreaking 2, ja gut, ist das nicht das Deutschste, aber... Kann ich jetzt mit leben? Kommt schon irgendwas Geiles. Ach, Sharpness 2, das ist natürlich bei dem Schwert ein ziemlicher Hammer. Also ich habe mal ausprobiert, also man kann sich ja im Creative Mode, kann man sich ja diese Bottles O Enchanting machen oder sowas, wie die heißen. Man kann dieses Schwert nicht auf einem One-Hit-Waffe machen. Das ist in Minecraft einfach leider einprogrammiert. Du kannst zum Beispiel mit einem, warte, muss ich mal schnell hier alles einsortieren. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, habe ich noch irgendwas Wichtiges? Nee, ich glaube, es war aber alles. Also du kannst zum Beispiel jetzt ein Diamantschwert, kannst du auf Sharpness 5 machen. Dann wird das auch fast zu einer One-Hit-Waffe. Aber mit solchen, also mit, es scheint irgendwie einfach so eine Art Obergrenze zu geben. Das geht einfach nicht darüber. Zum Beispiel kann ich jetzt so ein Volcanic Glass Ward nur höchstens auf Sharpness 3 machen. Höher geht das einfach nicht. Ich habe alles versucht. Das wird einfach nicht höher gehen. Das ist irgendwie einfach so seltsam einprogrammiert. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber er wird sich dabei schon was gedacht haben. Vermutlich einfach, damit es halt nicht zu einfach wird, denke ich mal. Weil, obwohl, na gut, wenn man halt so eine Waffe hat, da ist man wirklich schon weit im Spiel. So, jetzt will ich mal kurz gucken. 11 nach, okay. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Lege ich das hier mal schnell ab. Den Rekord lasse ich mal im, ja, den Rest lasse ich einfach mal hier so drinne. Jo. In Philips Binombau, ich möchte jetzt eigentlich einen Checkhinter machen. Nee, dann muss ich das alles ja neu schreiben. Ja gut, dann wo gehe ich hin? Ich bleibe einfach hier so vor der Tür stehen. Jo, damit ist meine Woche dann zu Ende, wenn ich mich jetzt nicht arg verrechnet habe, was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. Dann wünsche ich euch viel Spaß nächste Woche mit René. Ich würde sagen, man sieht sich in 2 Wochen. Wollen wir hoffen, dass die Items in den Ton nicht wieder auf mysteriöse Weise verschwinden. Ja, bis dann, meine Freunde.